Hallo, ich begrüße euch herzlich zu dem Online-Seminar Covid-19 und Tauchen von der Aquamed. Hier ein kleiner Überblick über das Seminar, eine kurze Vorstellung der Medical Helpline Worldwide und auch eine Vorstellung von mir. Dann besprechen wir kurz, wer oder was Covid-19 eigentlich ist, also ein kleiner medizinischer Exkurs. Dabei werden wir auch besprechen, was Covid-19 eigentlich mit uns macht. Danach kommt der Teil, der für euch mit Sicherheit deutlich interessanter ist, nämlich was zu tun ist, wenn man Covid-19 positiv ist oder war und wieder tauchen gehen möchte. Und zum Schluss folgen noch ein paar allgemeine und spezielle Empfehlungen unsererseits. Die Medical Helpline Worldwide ist ein Spezialanbieter für medizinische Sicherheit und Gesundheit für Mitarbeiter auf Tauch- und Geschäftsreisen und bietet in dem Rahmen eine umfassende ärztliche und organisatorische Unterstützung und gegebenenfalls auch Hilfeleistungen in Notfällen an. Seit mehr als 20 Jahren hat die Medical Helpline Worldwide Erfahrung in diesem Bereich gesammelt, berät und unterstützt bei Auslandsprojekten und kann individuelle und flexible Lösungen anbieten. Die Medical Helpline Worldwide als Mutterkonzern hat mittlerweile drei Töchter, zum einen die Medical Helpline Worldwide als individuelle Assistance für Unternehmen, bietet seit langem auch für Taucher den medizinischen Rundumschutz als Aquamed an. Und das neueste Projekt ist Travel Medic, welche ärztliche Leistungen und Unterstützung bei Notfällen für Reisende im In- und Ausland anbietet. Aus der Erfolgsgeschichte der Medical Helpline Worldwide kann man sehen, wie aus einer Idee, einer Vision dann im Verlaufe der Zeit doch Realität werden kann. Die Arbeit der Medical Helpline Worldwide, insbesondere beziehe ich mich jetzt hier auf den Aquamed-Teil, ist in drei Hauptgruppen unterteilt. Zum einen beraten und unterstützen wir. Wir haben eine ärztliche Hotline, die 24 Stunden an 7 Tagen der Woche stets und ständig erreichbar ist. Und im Notfall leisten wir Hilfe. Und wenn telefonisch eine Hilfeleistung nicht ausreichend ist, sorgen wir auch dafür, dass unsere Mitglieder nach Hause zurückgeholt werden können. Mein Arbeitsbereich beschränkt sich auf die ärztliche Notruf-Hotline. Mit meinen Kollegen zusammen besetzen wir dieses Telefon und sind deshalb jederzeit für Kunden mit Sorgen, Nöten, Problemen erreichbar. Nun stelle ich mich selber noch einmal kurz vor. Und zwar ist mein Name Christina Blum. Ich bin Fachärztin für Anästhesiologie und seit dem letzten Sommer eben ein Teil des Medical Helpline Ärzteteams. Da ich bisher immer nur in der Klinik tätig war, ist dies natürlich ein ganz neues Aufgabengebiet für mich. Sehr herausfordernd und interessant, mal etwas ganz anderes als die tägliche Arbeit in einer Klinik. Bisher ist es sehr abwechslungsreich und auch spannend gewesen und auch noch nie langweilig. Nun wundert euch nicht, dass Taucherin hier in Klammern steht. Ich habe vor 15 Jahren meinen Tauchschein, also den Paddy Open Water, in Irland gemacht, war danach auch einige Male tauchen in Thailand, Neuseeland und in Ägypten, habe dann begonnen zu studieren und da dann nochmal den CMAS Einstern gemacht und mit Beginn des Arbeitens ist das Tauchen in den Hintergrund gerutscht. Im letzten Jahr hatte ich mir dann überlegt, dass ich mit meinem Freund tauchen gehen möchte, der das bis dahin noch nicht oder noch nie ausprobiert hat. Und wir hatten uns für einen Tauchkurs in Hemmoor entschieden, weil wir beide eben in Bremerhaven leben. Tja, und dann kam Corona. Und damit hatte sich unser Tauchen erstmal erledigt. Und es ist der richtige Moment, um jetzt zum Inhalt des Seminars überzugehen. Ich habe länger überlegt, was man in einem solchen Seminar berichten kann. Denn zweifelsohne handelt es sich ja um etwas, was man auch als dynamische Lage bezeichnen kann. Denn auch wenn man schon einiges über Covid-19 herausgefunden hat, kommen ja doch jeden Tag wieder neue Erkenntnisse dazu. Daher möchte ich vorab schon mal sagen, dass alles, was jetzt hier berichtet wird oder auch empfohlen wird, sind Dinge, die im Moment aktuell sind, sich aber natürlich jederzeit auch wieder ändern können. Den medizinischen Teil möchte ich auch nicht zu lang gestalten, daher nur ein paar wichtige Punkte. Covid-19 ist letztendlich der Name der Erkrankung, die durch ein Virus übertragen wird. Dieser Virus heißt SARS-CoV-2 und gehört zur Familie der Coronaviren bzw. der Beta-Coronaviren.
Coronaviren sind seit den 1960er Jahren bekannt und hauptsächlich im Säugetier- und Vogelbereich weit verbreitet. Grundsätzlich muss man sagen, dass durch Coronaviren Erkältungserkrankungen und gelegentlich auch Durchfallerkrankungen ausgelöst werden, die aber regelhaft harmlos sind. Zu zweifelhaftem Ruhm sind die Coronaviren dann allerdings Anfang 2000 und auch 2010 gekommen, als sie ursächlich für die SARS- und MERS-Epidemie gewesen sind. SARS, nochmal kurz zur Erläuterung, steht für schweres, akutes respiratorisches Syndrom. MERS steht für, gibt es jetzt nicht auf Deutsch, Middle East Respiratory Syndrome. Beide dieser Erkrankungen hatten grippeähnliche Symptome, ähnlich wie Covid-19. Aber im Gegensatz zu Covid-19 sind an der SARS-MERS-Epidemie nur ca. 1000 Menschen verstorben. Mittlerweile zählt das RKI weltweit für SARS-CoV-2 nun schon 2,5 Millionen Tote. Die Symptome, wie schon gesagt, sind häufig grippeähnlich: Husten, Fieber, Schnupfen. Was aber anders ist, sind die Störungen von Geruchs- und Geschmackssinn, die zum Teil wirklich sehr ausgeprägt sind. Diese und auch noch andere Symptome treten in verschiedenen Schweregraden auf und bisher ist auch noch nicht bekannt, warum die unterschiedlichen Personen an unterschiedlichen Schweregraden leiden können. Man geht zwar davon aus, dass Menschen mit Vorerkrankungen häufiger schwerer betroffen sind, aber es ist auch schon zu schwerst verlaufenden Fällen gekommen, bei denen die Patienten vorher gesund gewesen sind. Die Übertragung erfolgt hauptsächlich über den Luftweg, das heißt, dass Viruspartikel in Form von Aerosolen übertragen werden. Das geschieht am häufigsten durch Husten, Niesen, Singen. Und das ist auch der Grund, warum weiterhin darum gebeten wird, Abstand zu halten, den Mund-Nasen-Schutz richtig zu tragen und auch die Räume, wenn man doch mit mehreren Menschen in einem Raum sein sollte, in regelmäßigen Abständen zu lüften. Die Coronaviren befallen mehrere Organe bzw. können mehrere Organe befallen und zu gesundheitlichen Einschränkungen führen. Am häufigsten ist bisher die Lunge betroffen gewesen. Hauptsächlich kommt es tatsächlich nur zu leichten Erkältungssymptomen, aber leider kann es auch zu schweren Lungenentzündungen bis zu einem fulminanten Lungenversagen kommen. Damit man sich das etwas besser vorstellen kann, habe ich zwei Bilder mitgebracht. Und zwar sieht man auf der linken Seite die Computertomographie einer gesunden Lunge. Das Dunkle in der Mitte ist letztendlich das Lungengewebe, drumherum der Körper. Auf der rechten Seite sieht man eine Computertomographie von einer Lunge, die eine Covid-19-Pneumonie hat. Das Ganze zeigt viele helle, wir nennen es infiltrative Veränderung, was bedeutet, dass an den Stellen der Sauerstoffaustausch nahezu unmöglich ist. Also kann man daran schon erkennen, dass die Lunge deutlich geschädigt ist. Häufig zeigen sich auch Covid-19-Folgen am Herzen in Form von Herzrhythmusstörungen, einer Herzmuskelentzündung, die Myokarditis genannt wird, oder aber auch einem Herzinfarkt. Neurologische Symptome sind bei Covid-19-Patienten beschrieben worden, die sich dann in Form von Wortfindungsstörungen, Schwindel, Kopfschmerzen oder Verwirrtheit äußern. Und insbesondere bei Menschen, die einen schweren Verlauf dieser Erkrankung haben, zeigen sich auch Nierenfunktionsstörungen, die bis hin zur Dialyse führen können, Leberfunktionsstörungen, letztendlich Multiorganversagen, die in den meisten Fällen dann auch zum Tode führen. Zusammenfassend kann man sagen, dass jedes Organ von Covid-19 betroffen sein kann, in den unterschiedlichsten Schweregraden und es weiterhin, wie ich eben schon erwähnte, keinen tatsächlichen Prädiktor dafür gibt, warum der eine so schwer davon getroffen ist, während ein anderer nur eine leichte Variante bis hin zu gar keinen Symptomen haben kann. Ein anderer noch sehr interessanter Punkt sind natürlich einmal die Langzeitfolgen von Covid-19 und die tatsächliche Dauer dieser Erkrankung. Auch da ist es schwierig, eine Aussage zu treffen, denn von
asymptomatisch bis hin zu mehreren Wochen ist bisher schon alles beschrieben worden. Es wird jetzt auch, nachdem jetzt die zweite Welle dieser Viruserkrankung über uns drüber gerollt ist, sicherlich zu mehr Ergebnissen in den Studien bezüglich der Langzeitfolgen kommen. Es wird auch immer häufiger beschrieben, dass es Menschen gibt, die Anfang des Jahres Covid-19 positiv waren, dann vermeintlich ausgeheilt sind, dann aber nach mehreren Monaten erneute Probleme hatten oder haben und sich dann auch in der Bildgebung oder in den Untersuchungen gezeigt hat, dass diese Menschen immer noch unter den Covid-19-Folgen leiden. Aber auch hier ist es so, dass wir einfach warten müssen, was die nächsten Wochen und Monate bringen, um zu mehr Erkenntnissen und dann auch vielleicht zu besseren Therapieoptionen gelangen zu können. Was auf jeden Fall bekannt ist, ist, dass viele Menschen auch nach dem Ausheilen von Covid-19, das kann manchmal von 4 Wochen bis x Wochen dauern, lange noch mit Müdigkeit zu kämpfen haben, sich generell schwach fühlen oder auch noch neurologische Veränderungen zeigen, wie zum Beispiel persistierende Kopfschmerzen oder eine Merkschwäche haben können. Nun stellt sich natürlich auch jeder von uns die Frage, wie das mit der Infektiosität ist. Wie lange bin ich eigentlich ansteckend, wenn ich es hatte oder wenn ich mit jemandem zusammen bin, der es hatte? Auch da gibt es bisher noch keine eindeutigen Meinungen zu. Und dies bezieht sich auch auf die Immunität. Da sind die Antworten aus den Studien auch sehr variabel. Man muss sagen, es gibt Menschen, die entwickeln nach einer Covid-19-Infektion sehr viele Antikörper, sodass man davon ausgehen könnte, dass diese Menschen zumindest für einen gewissen Zeitraum oder solange sie diese Antikörper haben, zumindest selber geschützt sind. Aber auch da weiß noch keiner genau, wie es aussieht mit der möglichen weiteren Übertragung der Viren. Von daher ist es auch hier wichtig, genauso wie beim Impfen bzw. nach einer Impfung, dass der Abstand eingehalten wird und auch bitte der Mund-Nasen-Schutz korrekt weitergetragen wird, bis man irgendwann sicher sagen kann, dass man ab dem und dem Punkt immun ist bzw. auch keinen anderen mehr anstecken kann. Die Impfungen sind auch nochmal ein Thema. Aktuell werden ja erstmal nur die älteren Menschen geimpft oder die Menschen, die im pflegerischen oder medizinischen Bereich tätig sind. Und auch da wird man sich leider noch etwas gedulden müssen, um die neuen Studien abzuwarten, um ganz sicher zu sein, dass all das, was erhofft wird durch eine Impfung, auch tatsächlich real sein wird. So, nach dem kleinen medizinischen Exkurs geht es jetzt weiter mit dem Teil, der sicherlich für euch am interessantesten ist, nämlich was man tun kann und sollte, wenn man Covid-positiv ist oder war und wieder tauchen möchte. Daher möchte ich gerne als erstes darauf hinweisen, dass nach einer sicher nachgewiesenen Covid-19-Infektion die Tauchtauglichkeit hinfällig ist. Im eigenen Interesse sollte man sich deshalb nach der Erholung wieder untersuchen lassen, im Idealfall natürlich durch einen tauchmedizinisch qualifizierten Arzt, um sicherzugehen, dass man wieder fit fürs Tauchen ist. Das ist natürlich nur eine Empfehlung. Rechtlich bindend ist diese Tauchtauglichkeitsuntersuchung bei Freizeittauchern nicht, ganz im Gegensatz zum Beispiel zu Berufstauchern oder bei Feuerwehrleuten, bei denen die Atemschutztauglichkeit durch eine Covid-19-Infektion auch hinfällig ist. Aber ich persönlich denke, dass es sinnvoll ist, nach einer Infektion sich einmal vernünftig durchchecken zu lassen. Normalerweise ist es ja so, dass wenn man einen grippalen Infekt hatte oder irgendetwas anderes, einfach wartet, bis es vorbei ist, bis man sich selbst körperlich wieder fit genug fühlt und dann kann man wieder tauchen gehen oder anderen Sport treiben. Bei Covid-19 ist es allerdings etwas anderes. Das ist auch den Umständen geschuldet, dass viele Menschen asymptomatisch sein können, trotzdem aber leichtgradige organische Veränderungen haben, die sie selber gar nicht mitbekommen. Daher gibt es von den Tauchorganisationen Empfehlungen, die ich jetzt hier einmal vorstellen möchte. Menschen mit einer stattgehabten Covid-19-Infektion werden in 3 Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe sind die Menschen, die positiv getestet worden sind, aber die ganze Zeit asymptomatisch gewesen sind, also weder Schnupfen, Husten, Heiserkeit hatten, die nur wussten, dass sie Covid-19 positiv waren, weil sie eben getestet worden sind. Bevor man wieder tauchen geht, sollte man 1 Monat warten und das bezieht sich auf
den Zustand der Beschwerdefreiheit. Also nach einer positiven Covid-Testung einen Monat warten, wenn man in der ganzen Zeit beschwerdefrei war, sollte man eigentlich wieder tauchen gehen können. Sinnvollerweise kann man sich auch jetzt ärztlich einmal untersuchen lassen, um zu sehen, dass man wirklich ganz fit ist. Da würde man in der Regel, wenn es einem gut geht, nur einfach eine Lungenfunktionsuntersuchung, gegebenenfalls auch ein EKG empfehlen. Bei der zweiten Gruppe handelt es sich um Menschen, die positiv getestet waren und auch milde Symptome hatten, also Husten, Schnupfen, Heiserkeit, vielleicht etwas Luftnot bei Belastung, vielleicht auch Geschmacks- und Geruchsstörungen, die entweder ambulant behandelt worden sind, also ganz normal ihre grippeähnlichen Symptome zu Hause auskuriert haben oder tatsächlich im Krankenhaus gewesen sind, aber keine Sauerstoffpflicht hatten, also die ganze Zeit ohne Unterstützung gewesen sind. Diese Menschen sollten mindestens 3 Monate nach der Beschwerdefreiheit warten, bevor sie darüber nachdenken, wieder tauchen zu gehen. Und hier ist eine umfangreiche ärztliche Untersuchung sehr empfehlenswert. Und die dritte Gruppe, das sind die Menschen, die positiv getestet worden sind, die mit schweren respiratorischen Symptomen gekämpft haben, also auf jeden Fall im Krankenhaus gewesen sind, luftnötig waren, die sauerstoffpflichtig gewesen sind, im schlimmsten Fall sogar intubiert und beatmet waren. Diese Menschen sollten mindestens 6 Monate nach der Beschwerdefreiheit warten. Und hier ist es auch so, dass eine umfangreiche ärztliche Untersuchung dringend angeraten wird. Risiken durch eben diese Covid-19-Erkrankung sind, dass abgesehen von der deutlich eingeschränkten Leistungsfähigkeit auch nach dem Ausheilen der Erkrankung hauptsächlich bei der Lunge sind, dass durch die Vernarbung und die fehlende Elastizität es zu einem erhöhten Risiko zu Barotraumen kommen kann. Und bei dem Herzen ist es so, dass es insbesondere bei jungen Leuten häufig zu Herzmuskelentzündungen kommen kann oder anderen Herzmuskelproblemen. Daher wird dringlich angeraten, dass wenn man sich nach dieser Covid-Infektion lange schlapp fühlt, sehr müde ist, nicht belastbar ist, sich auch bei einem Kardiologen nochmal vorzustellen mit der Bitte, das Herz einmal zu untersuchen. Empfohlene Untersuchungen nach einer Covid-19-Infektion als Check-up sind einmal eine komplette Lungenfunktionsuntersuchung. Dazu gehört einmal eine Spirometrie, eine Bodyplutismografie, aber das sind Sachen, die weiß der Pneumologe auch. Ein EKG sowie ein Ultraschall vom Herzen und auch, wenn da etwas auffällig ist, ein Belastungs-EKG, also einmal aufs Fahrrad, um unter Belastung zu sehen, wie da die Sauerstoffversorgung am Herzen ist. Bevor ich jetzt ganz zum Schluss komme, würde ich euch noch mal gerne einen kurzen Einblick in die täglichen Aufgaben der Hotline zeigen. Und zwar ist es eine junge Familie gewesen, also ein Pärchen, das, ich sage jetzt mal, trotz der ganzen Reisewarnungen sich überlegt hat, auf die Malediven zum Tauchen zu fliegen. Wahrscheinlich, wie so jeder von uns sich auch gedacht hat, mir wird schon nichts passieren. Die beiden hatten ein paar schöne Tage, haben sich dann aber bei irgendjemandem angesteckt, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass beide auf eine Quarantäneinsel mussten und dort auch unter nicht so schönen Urlaubsbedingungen ihre Zeit verbracht haben und im weiteren Verlauf die Erkältungssymptome bei dem Herren dann so schlimm geworden sind, dass er in ein Krankenhaus nach Male gebracht werden musste und dort doch recht, ich sage jetzt, intensiv medizinisch behandelt werden musste. Also er musste zwar nicht intubiert werden, aber es ging ihm schon sehr schlecht, dass er mit Antibiotika und anderen Medikamenten therapiert wurde, während seine Partnerin dann alleine weiter auf dieser Quarantäneinsel die Zeit verbracht hat und auch symptomatisch war, aber nicht so krank, dass sie in ein Krankenhaus gemusst hätte. Und unsere Aufgabe, also sowohl meine wie auch die meiner tollen Kollegen der Assistance, waren eben einmal täglich zu überprüfen, wie es den beiden geht, wie die medizinische Versorgung ist, ob da noch irgendetwas ist, was wir von hier hätten verbessern können oder würden. Und dann im Weiteren natürlich auch dafür zu sorgen, dass die beiden
so zügig wie möglich wieder zurück nach Deutschland können. Das war eine sehr spannende Geschichte, vor allen Dingen, weil wir so, auch wenn wir örtlich oder von der Distanz her doch deutlich entfernt waren von den beiden, doch irgendwie stets dabei waren durch die Medien, die es jetzt heute gibt, wie WhatsApp oder eben auch das Internet, mitbekommen haben, wie schlecht es auch dem Kunden ging und dann doch sehr froh waren, als wir alles so weit in die Wege leiten konnten, dass wir die beiden heil und gesund wieder nach Deutschland zur weiteren Behandlung bringen konnten. Und da würde ich so von meiner Seite nochmal sagen, ich weiß, dass Tauchen schön ist und ich persönlich vermisse das Reisen auch unglaublich doll. Aber die Frage ist natürlich, ob man tatsächlich im Moment unter diesen Bedingungen wirklich reisen und tauchen sollte. In diesem Fall ist alles gut ausgegangen und ich denke, beide Kunden sind sehr froh, dass sie die Dive Card hatten, weil damit gewährleistet war, dass sie eine rund um die Uhr Betreuung für die ganze Zeit gehabt haben. Nun noch mal ganz kurz zusammengefasst, Covid-19 ist tatsächlich eine Erkrankung, über die wir mittlerweile schon einiges wissen, aber die weiterhin auch viele Fragen offen lässt. Wie eben schon gesagt, ist Tauchen super, bringt viel Spaß, ist ein ganz toller Urlaub, aber ob das jetzt in diesen Zeiten wirklich sein muss, hinterfragt das doch bitte selber. Und noch mal als Empfehlung, nach einer Infektion lasst euch einmal gründlich durchschauen, damit ihr sicher sein könnt, dass es euch gut geht, wenn ihr wieder tauchen geht. Aber denkt dann eben auch an euren Tauchbuddy, der bei euch ist, falls irgendwas passieren sollte. Und weiterhin Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz korrekt aufsetzen und gesund bleiben. Nachdem ich euch ja eben diesen kleinen Fallbericht geschildert habe, kann man natürlich sehen, dass die Dive Card gewisse Vorteile mit sich bringt. Es besteht jederzeit die Möglichkeit zu einem direkten Arztkontakt, also man wird nicht über irgendwelche Callcenter weitergeleitet. Das medizinische Netzwerk ist international. Versicherungen, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind alles renommierte und auch international anerkannte Unternehmen. Und letztendlich übernehmen wir auch alle die Dinge, die medizinisch sinnvoll sind. Mit der Dive Card bekommt ihr nicht nur Hilfe im akuten Notfall, sondern könnt auch vorher schon reisemedizinische Beratungen in Anspruch nehmen. Es gibt eine eigene Hotline, auf der ihr uns oder auch die Assistenz stets erreichen könnt. Wir können nicht nur telefonieren, wir können auch Video, wenn das gewünscht ist. Und das Medical Team besteht natürlich nicht nur aus mir, sondern auch noch aus vielen anderen Kollegen, die alle sehr erfahren sind und auch mehrsprachig sind, sodass es auch bei Notfällen im Ausland höchst selten zu irgendwelchen Kommunikationsproblemen kommt und wir uns dann dort auch gut mit den behandelnden Ärzten abstimmen können, falls mal ein Notfall eintritt. Damit wäre ich jetzt auch am Ende von dem Online-Seminar angekommen und hoffe, dass die eine oder andere Frage, die ihr hattet, geklärt werden konnte. Ansonsten sind wir natürlich auch für weitere Fragen diesbezüglich jederzeit erreichbar, entweder per E-Mail oder per Anruf. Bleibt gesund!